Genau, also das ist das Experiment zum Entladen eines Kondensators aus dem Ja. Abitur 2010. Und wir haben hier zwei verschiedene Stromkreise, und zwar einmal einen Aufladestromkreis für den Kondensator. Der fließt hier entlang und dann über den Schalter und wieder zurück. Und dann haben wir den Entladestromkreis, der fließt hier entlang und dann, wenn der Schalter nach unten gelegt wird, durch das Ampermeter und wieder zurück. Und genau, ich habe den jetzt schon ein bisschen aufgeladen. Deswegen, wenn wir jetzt mal auf den Entladestromkreis schalten, dann sehen wir, dass der Zeiger hier nach oben geht und langsam runter geht. Das bedeutet, der Kondensator entlädt sich. Wofür hast du da die Stoppuhr? Die Stoppuhr ist, damit du auf bestimmte Zeit messen kannst, wie schnell der Zeiger sich zurückbewegt, also wie schnell sich der Kondensator entlädt.